Wenn du dich gerade selbstständig machst, dann stellst du dir vielleicht gerade die Frage, welche Rechtsform für dich die beste ist. Und meiner Erfahrung nach sind die beiden beliebtesten Rechtsformen entweder das Einzelunternehmen oder eine GmbH. Und tatsächlich gibt es einige Mythen und Irrtümer und manchmal auch theoretische Regelungen, die in der Praxis denn aber doch irgendwie anders sind. Und deswegen schaue ich mir in diesem Video einfach mal die Rechtsform GmbH und Einzelunternehmen unter dem Gesichtspunkt an, welches ist eigentlich wann die richtige Rechtsform für dich. Ganz, ganz wichtig hier an dieser Stelle, das ist wirklich ein Praxisvideo. Ich weiß, dass es theoretische Gesetze gibt, die in der Praxis aber manchmal nicht so richtig eine Rolle spielen, gerade in Bezug auf die Haftung. Aber schauen wir uns als erstes einmal die Steuern an. Und zwar zahlst du als Einzelunternehmen 3 bzw. 2 Steuerarten. Und zwar zahlst du immer Einkommensteuer, du zahlst fast immer Umsatzsteuer und zahlst unter Umständen Gewerbesteuer, zumindest immer dann, wenn du nicht freiberuflich bist. Als GmbH zahlst du auch Umsatzsteuer, du zahlst auch Gewerbesteuer und keine Einkommensteuer, aber Körperschaftssteuer. Das heißt, ehrlicherweise kann man unterm Strich die Umsatzsteuer bei dem Vergleich rausrechnen, weil die Umsatzsteuer gilt sowohl für GmbHs als auch für Einzelunternehmen. Das heißt, wir vergleichen auf der einen Seite, also auf der Seite der Einzelunternehmen, einmal die Einkommensteuer und die Gewerbesteuer und auf der anderen Seite, also die Seite der GmbH, die Körperschaftssteuer mit der Gewerbesteuer. Dadurch, dass man als Einzelunternehmen die Gewerbesteuer auf seine Einkommensteuer anrechnen lassen kann, kann man die Gewerbesteuer eigentlich ja bei der Berechnung des Steuersatzes fast vernachlässigen. Und das möchte ich hier in diesem Video auch machen. Wenn du das ganze Thema interessant findest, also Gewerbesteuer und die Anrechnung der Gewerbesteuer auf die Einkommensteuer, dann schau dir mal das Video an, was ich dir oben rechts verlinke. Da gehe ich auf das Thema ein bisschen tiefer ein. Rein faktisch reicht es, wenn wir uns die Einkommensteuer anschauen. Und der Einkommensteuertarif ist für Einzelunternehmer progressiv. Das heißt, die ersten ungefähr 12.000 Euro, das ist der Grundfreibetrag, ist komplett steuerfrei. Das heißt, dann zahlst du gar keine Steuern. Und dann mit steigendem Einkommen steigt auch dein Steuersatz an. Bis zu 45%. Das heißt, der Spitzensteuersatz in Deutschland für Einzelunternehmen liegt bei 45%. Das heißt, du hast eine gesamte Steuerbelastung für dein Einzelunternehmen zwischen 0 und 45%. Das ist bei GmbHs tatsächlich deutlich einfacher. GmbHs zahlen ab dem ersten Euro 15% Körperschaftssteuer und ungefähr 15% Gewerbesteuer. Das ist ein bisschen abhängig davon, in welcher Gemeinde die GmbH ihren Sitz hat, aber hier an dieser Stelle reicht es vollkommen, wenn wir sagen, 15% Körperschaftssteuer, 15% Gewerbesteuer. Das heißt, eine GmbH zahlt 30% Steuern. Und zwar auf den ersten Euro Gewinn und auf den milliardsten Euro Gewinn. Da gibt es keine Progression im Steuertarif. Das heißt, wenn ich bei Einzelunternehmen einen steigenden Steuertarif habe und bei GmbHs einen konstanten Steuertarif habe, dann gibt es ja einen Schnittpunkt. Also einen gewissen Punkt, ab dem eine GmbH günstiger ist. Das heißt, eine GmbH zahlt dann weniger Steuern. Und dieser Punkt liegt bei ungefähr 80.000 Euro Gewinn. Bis zu 80.000 Euro Gewinn zahlt ein Einzelunternehmen weniger Steuern und bei 80.000 Euro Gewinn und mehr zahlt eine GmbH weniger Steuern. Und deswegen liest man an vielen Stellen, eine GmbH ist steuerlich auf jeden Fall günstiger, sobald man mehr als 80.000 Euro Gewinn macht. Aber diese Annahme ist leider falsch. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil du, der dieses Video gerade schaust, du bist keine GmbH. Du hast vielleicht eine GmbH, aber du bist keine GmbH. Und du hast gar nichts davon, wenn du eine GmbH hast und diese GmbH zahlt 30% Steuern. Denn gehen wir mal davon aus, du machst mit einer GmbH 100.000 Euro Gewinn, zahlst 30% Steuern und dann bleiben unterm Strich 70.000 Euro nach Steuern übrig. Das Geld hast ja nicht du, das hat jetzt die GmbH. Und wenn du dieses Geld haben möchtest, muss diese GmbH eine Ausschüttung vornehmen. Und auf diese Ausschüttung zahlst du dann nochmal 25% Steuern. Das bedeutet, dass du auf Gewinne, die eine GmbH machst, insgesamt 47,5% Steuern zahlst, bis das Geld bei dir privat auf dem Konto liegt. Und 47,5% ist immer mehr als die maximal 45%, die ein Einzelunternehmen zahlt. Das heißt, unterm Strich muss man sagen, eine GmbH zahlt immer mehr Steuern als ein Einzelunternehmen. Zumindest, wenn du das Geld privat verbrauchst, wenn du das wirklich privat verkonsumieren möchtest. Wenn du das Geld aber privat gar nicht brauchst, sondern reinvestieren möchtest, also zurück in dein Unternehmen stecken möchtest, dann ist es tatsächlich günstiger, eine GmbH zu gründen, zumindest wenn dein Gewinn über 80.000 Euro liegt, weil dann der Steuersatz günstiger ist. Das ist aber eine wichtige Einschränkung. Eine GmbH ist immer nur dann günstiger, wenn du das Geld reinvestieren möchtest. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt, und zwar der Haftung. Und auch bei der Haftung gibt es unglaublich viele Mythen
Regeln, die so einfach nicht stimmen. Und zwar ist es theoretisch erstmal so, dass ein Einzelunternehmen mit seinem gesamten betrieblichen und privaten Vermögen haftet. Das heißt, wenn ich ein Einzelunternehmen bin und ich mache einen groben Fehler und es entsteht ein riesengroßer Schaden, dann hafte ich persönlich mit allem, was ich habe, für diesen Schaden. Man kann mir unterm Strich meine Altersvorsorge, also meinen ETF-Sparplan nehmen, man kann mir mein Eigenheim nehmen, man kann mir quasi fast alles nehmen. Und im schlimmsten Fall gehe ich in die Privatinsolvenz, weil ich mit meinem gesamten privaten Vermögen hafte. Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung oder GmbH ist, wie der Name schon sagt, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Und man hört und liest regelmäßig, dass eine GmbH ja nur mit 25.000 Euro haftet. Das ist aber falsch. Eine GmbH haftet mit allem, was die GmbH hat. Ja, eine GmbH kann man gründen mit einem Stammkapital von 25.000 Euro. Das heißt aber noch lange nicht, dass die Haftung auf 25.000 Euro beschränkt ist. Die GmbH ist in der Haftung beschränkt auf das Aktivvermögen. Das heißt, das gesamte Unternehmensvermögen der GmbH. Damit haftest du. Womit du nicht haftest als GmbH-Inhaber, ist mit deinem persönlichen Vermögen. Wenn du neben der GmbH noch anderes Vermögen hast, also einen ETF-Sparplan oder ein Eigenheim, dann ist das nicht bedroht durch eine eventuelle Schieflage der GmbH. Aber wenn deine GmbH eine Bilanzsumme von 1 Million Euro hat, dann haftet die GmbH nicht nur mit 25.000 Euro, sondern halt mit den ganzen 1 Million Euro. Das heißt, dem gesamten Vermögen der GmbH. Soweit die Theorie. In der Praxis ist es allerdings so, dass der Geschäftsführer der GmbH relativ häufig mithaftet. Und zwar bei einer Verletzung der Sorgfaltspflicht, bei Rechtsverstößen, wenn zum Beispiel Steuern oder Sozialversicherungen nicht abgeführt werden, dann haftet auch da zum Beispiel der Geschäftsführer privat. Und auch wenn die GmbH zum Beispiel von Insolvenz bedroht ist, weil sie überschuldet ist oder zahlungsunfähig ist, dann haftet unter Umständen der Geschäftsführer, wenn diese Insolvenz zu spät angemeldet wird. Oder auch im Außenverhältnis, wenn es irgendwelche Rechtsverstöße gibt, wenn Patente verletzt werden, dann gibt es sehr häufig Regelungen, mit denen man dann als Geschäftsführer haftet. Das heißt, es gibt einige Konstellationen, nach denen ein GmbH-Geschäftsführer tatsächlich mit seinem Privatvermögen haftet. Ja, der Gesellschafter, also der Inhaber der GmbH, der haftet in den meisten Fällen auch nicht. Es ist aber bei neu gegründeten GmbHs, die keine Historie haben, auch ganz häufig so, dass du privat bürgen musst für Kredite oder Leasingverträge, die GmbH abschließen möchte. Und dann über die Bürgschaft haftest du dann doch irgendwie mit. Das heißt, diese pauschale Aussage, dass Einzelunternehmen bei der Haftung wahnsinnig gefährlich sind und bei der GmbH ist man immer auf der sicheren Seite, die stimmt so auch nicht. Hier an dieser Stelle vielleicht ein wichtiger Hinweis. Eine gute Betriebshaftpflichtversicherung oder Vermögenshaftpflichtversicherung schützt dich tatsächlich vor Haftung deutlich besser als einfach nur eine GmbH. Und so eine Haftpflichtversicherung kannst du tatsächlich abschließen, sowohl als Einzelunternehmen als auch als GmbH-Geschäftsführer. Kommen wir zum dritten und zum vierten Punkt, und zwar den Kosten. Und zwar erstmal den Gründungskosten. Wie teuer ist es eigentlich, ein Einzelunternehmen zu gründen? Wenn du alles selbst machst, also alles, was du selbst machen kannst, dann kostet die Gründung eines Einzelunternehmens entweder gar nichts, wenn du Freiberufler bist. Dann füllst du nämlich einfach nur den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung aus. Dazu gibt es ein Tutorial hier auf diesem Kanal und dann kostet das Ganze gar nichts. Und wenn du Gewerbetreibender bist, dann musst du dein Gewerbe anmelden. Und diese Gewerbeanmeldung, die kostet je nach Gemeinde so 20 bis 50 Euro. Das heißt, das Anmelden eines Einzelunternehmens kostet ja maximal 50 Euro. Eine GmbH zu gründen ist aufwendiger. Auch dafür habe ich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung aufgenommen. Die findest du einmal oben rechts verlinkt. Und je nachdem, wie viel du davon selbst machst und wie viel du ja von einem Anwalt oder Notar erstellen lässt, kostet das Ganze so ganz grob 500 bis 1000 Euro für Notar, Anwalt, Handelsregister und Gewerbeanmeldung. Aber die Gründungskosten sind ja nur das eine und sie fallen ehrlicherweise auch nur einmalig an. Viel spannender sind ja die laufenden Kosten. Also wie teuer ist eigentlich der laufende Betrieb einer GmbH oder eines Einzelunternehmens? Und das ist natürlich ganz extrem abhängig davon, wie viel du selbst machst. Also wenn du selbst deine Buchhaltung machst, selbst deine Steuererklärung machst, dann kostet das nichts, sowohl beim Einzelunternehmen als auch bei der GmbH. Wenn du aber einen Steuerberater beauftragst, dann musst du damit rechnen, dass eine GmbH ein bisschen aufwendiger ist. Weil eine GmbH muss den Jahresabschluss hinterlegen, eine GmbH braucht eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung und so weiter. Das heißt, eine GmbH ist einfach ein bisschen mehr Arbeit. Und an dieser Stelle wirklich ganz grob Erfahrungswerte. Als Einzelunternehmen musst du für die jährlichen Arbeiten für einen Steuerberater, wenn der Steuerberater denn alles macht, ungefähr 2.000 bis 3.000 Euro rechnen. Als GmbH zahlst du da mehr. Da musst du eher so
mit 3.000 bis 5.000 Euro rechnen. Das Ganze ist natürlich nach oben offen. Natürlich zahlt ein Einzelunternehmen und auch eine GmbH, die 1 Million Euro Umsatz machen, mehr als eine GmbH oder ein Einzelunternehmen, das gar keinen Gewinn macht. Das ist, glaube ich, relativ logisch, weil das Ganze nach Gegenstandswerten geht. Aber du kannst dir ganz grob merken, so ein Einzelunternehmen kostet ungefähr die Hälfte von dem, was eine GmbH kostet. Und damit kommen wir zum fünften Punkt, und zwar dem Aufhören. Ich weiß, als Gründer beschäftigt man sich nicht ganz gerne damit, wie das Ganze denn aussieht, wenn es dann irgendwann mal vorbei ist. Aber meiner Erfahrung nach sagt, jede Selbstständigkeit, die irgendwann mal anfängt, hört auch irgendwann einmal auf. Und es kann sehr, sehr nervig sein, wenn man dann noch ewig ja quasi damit beschäftigt ist. Und so ein Einzelunternehmen abzumelden, ist relativ schnell erledigt. Das kannst du auch selber machen. Auch dafür habe ich übrigens eine Schritt-für-Schritt-Anleitung aufgenommen. Auch die verlinke ich dir einmal oben rechts. Das heißt, das Ganze kannst du relativ zügig selbst erledigen. Das ist ähnlich aufwendig wie ja, ein Einzelunternehmen anzumelden. Eine GmbH zu liquidieren und aufzulösen, ist deutlich aufwendiger. Und ganz, ganz wichtig, das dauert ein Jahr. Das kann man sich fast so ein bisschen wie so eine Scheidung vorstellen. Bei einer Scheidung gibt es auch erstmal das Scheidungsjahr. Das gibt es bei einer GmbH auch. Das heißt, eine GmbH muss erstmal ein Jahr offen bleiben, um zu schauen, ob es da eventuell noch Verbindlichkeiten gibt und so weiter. Und dann muss die GmbH natürlich auch überall noch ausgetragen werden, also aus dem Handelsregister und so weiter. Das heißt, das Ganze ist einfach aufwendiger. Solltest du nur wissen, dass nicht nur der Gründungsprozess aufwendiger ist bei einer GmbH, sondern halt auch das Beenden der GmbH, das ist auch analog eigentlich ähnlich aufwendiger wie der ganze Gründungsprozess. Und damit sind wir am Ende dieses Videos. Und natürlich stellt sich jetzt die Frage, was macht man jetzt mit den Informationen? Vielleicht hast du schon eine klare Tendenz, was für dich jetzt günstiger ist. Ein Einzelunternehmen oder eine GmbH. Ich würde immer dann sagen, wenn du schnell starten möchtest, du möchtest nicht zu viel Aufwand haben mit dieser ganzen Bürokratie, du hast vielleicht auch nicht ganz so viel Geld, dann mach vielleicht ein Einzelunternehmen. Du hast mit einem Einzelunternehmen schon die Problematik, dass du ja ein gewisses Haftungsrisiko hast. Das heißt, du solltest dich unbedingt mit dem ganzen Thema Betriebshaftpflicht, Vermögenshaftpflichtversicherung beschäftigen, weil damit kannst du tatsächlich das Haftungsrisiko reduzieren, auch als Einzelunternehmen. Und was dir auch klar sein sollte, du hast nicht ganz so viele Steuermöglichkeiten. Also du kannst steuerlich nicht so wahnsinnig viel gestalten, wie zum Beispiel eine GmbH oder eine GmbH-Struktur aus mehreren GmbHs. Du hast halt einfach die Einkommensteuer. Da kannst du Steuern sparen, aber die Möglichkeiten sind da ganz klar begrenzt. Und du bist das Unternehmen. Also wenn du jemand anderen noch beteiligen möchtest, dann ist das im Einzelunternehmen deutlich schwieriger. Du kannst mit Verträgen immer irgendwas regeln, mit stillen Beteiligungen und so weiter, aber ein Einzelunternehmen ist per se dafür nicht geschaffen. Auf der anderen Seite gibt es die GmbH. Die GmbH ist deutlich aufwendiger. Sie ist deutlich teurer in der Gründung, in der Liquidierung. Sie ist auch teuer im Betrieb und vor allen Dingen musst du erstmal mindestens 25.000 Euro mitbringen, um so eine GmbH überhaupt zu gründen. Und am Ende hast du diesen vermeintlichen großen Vorteil der Steuerersparnis und auch der Haftungsreduzierung auch nicht so richtig. Zumindest dann, wenn du Geschäftsführer bist. Aber du hast mit einer GmbH ein Konstrukt, mit dem du ja mehr gestalten kannst. Das heißt, du hast einfach mehr Möglichkeiten, gestaltend tätig zu sein. Und eine GmbH kann immer dann tatsächlich auch finanziell attraktiver werden, wenn du das Geld privat nicht brauchst. Also wenn du diese juristische Person, was eine GmbH ist, wirklich als ein Vehikel siehst, wo du dich vielleicht mit anderen zusammentun möchtest, wo du vielleicht auch Geld investieren möchtest und dem Ganzen Zeit geben möchtest, dass das anwächst und größer wird, dann kann die GmbH die richtige Wahl sein. An dieser Stelle nicht vergessen, du kannst die Rechtsformen wechseln. Ich sehe es immer wieder, dass junge, motivierte Gründer, die vielleicht noch ein ja, wenig unausgereiftes Geschäftskonzept haben, gleich eine GmbH gründen mit einer Holding darüber und einen riesen Aufwand betreiben, ein großes Konstrukt zu bauen und deren Geschäftsmodell überhaupt gar nicht groß genug ist, damit das Ganze Sinn ergibt. Und ja, Steuerberater raten regelmäßig zu GmbHs oder Holdingstrukturen und so weiter. Ratet mal warum. Wir haben vorhin über die Kosten, also die Gründungskosten und die laufenden Kosten gesprochen. Wer bekommt denn dieses Geld? Das sind die ganzen Berater und Coaches und so weiter, die dir raten, dieses Konstrukt zu wählen. Deswegen mein ehrlicher Rat, starte erstmal möglichst schmal und wenn du dann merkst, dass dein Geschäftsmodell funktioniert und dass die GmbH wirklich für dich interessant ist, dann wechsel halt die Rechtsform und
firmiere um zu einer GmbH. Und wenn du dazu noch Fragen hast, ich gehe stark davon aus, dass du dazu noch Fragen hast, dann schreib mir gerne einen Kommentar unter diesem Video. Und wenn du selbstständig bist, vollkommen egal, ob Einzelunternehmen oder Gewerbetreibender, dann bist du vielleicht auf der Suche nach einem Steuerberater, nach einem Buchhaltungsprogramm, einem Rechnungsprogramm, einem Bankkonto und so weiter. Da habe ich eine ganze Reihe an Empfehlungen für dich. Die findest du alle unten in der Videobeschreibung. Ich verlinke sie dir aber auch gerne noch einmal hier. Oder du schaust dir einfach eins unserer weiteren Videos an. Da gibt es viele zu entdecken, zum Beispiel das hier oder das hier.